Ich habe nicht genügend Mittel, das ist ja toll. Aber wir sind zumindest schon mal dem Weg etwas näher gekommen. Also dem Ziel, nicht dem Weg. Den Weg bauen wir uns ja gerade. Ich glaube, hier zwischen muss auch noch mal irgendwo ein Bahnhof hin. Ich glaube, hier so zwischen. Wie viel bringt er? 86.000, das wird nicht reichen. Schade. Müssen wir mal abwarten. Weil da wird er bestimmt nicht auf... Achso, ich habe da ja auch nichts hingesetzt. Okay. Jetzt sind wir schon bei 892.000. Das ändert sich rapide. Warte mal. Ich glaube, ich werde mal, weil wir gerade so gut dastehen von der Bonität. So. Dann mache ich hier nämlich mal einen kleinen Bahnhof zwischen. Der einfach nur das Wasser wieder auffüllt. Wo ist denn hier Wasser? Wasser, da. Hier hinten dürfte ja eigentlich alles stehen, richtig? Nein, hier steht nichts. Also, da habe ich echt ein bisschen gegeizt in dem Moment. Lokschuppen müssen wir da noch nicht zwingend bauen. Und wir müssen hier dann rüber. Das wird, glaube ich, die nächste interessante Ecke. Weil ich mir das hier schon wieder total verbaut habe. Man kann da auch so super hingucken, ne? Ich glaube, ich kann da sogar... Warte. Ich glaube, ich kann hier an der Stelle noch diesen einen... Nee, kann ich nicht. Das ist doof. Das ist doof. Dann muss ich doch den Knick fahren. Da kommen wir dann nicht drum rum. Aber ich kann den Knick schön bauen. Oder auch nicht. So könnte man es machen. So, jetzt haben wir hier zumindest einen Knick. Und da den Teil muss ich wegreißen. So. Jetzt haben wir zumindest hier hoch schon mal die Strecke gelegt oder gesetzt. Wie machen wir das weiter? Ich würde ja... Also der Sand wird auf jeden Fall bis hierher reichen. Und ich glaube, wenn ich da oben... Hier oben im Bahnhof setze, hier so an der Stelle ungefähr, da kann ich dann Sand und Wasser auffüllen und dann müsste es eigentlich klappen. Kann mich aber auch täuschen, leider. Und hier kann ich noch weiter bauen. So machen wir's. Ja, wir haben nicht genug Mittel, aber das wird sich gleich ändern. Hoffe ich. Ja, da wird gleich ganz schön Geld reinfließen wieder. Und dann kann ich meine Schulden schon mal wieder abbauen. Wo ist denn der Zug? Ach so, ich gehe in die falsche Richtung. Ich sollte vielleicht die Karte auch mal wieder richtig drehen. So müsste es... Nee, so war es auch nicht. So müsste es gewesen sein. Genau. Die Aktie von Terrador GmbH wurde 2:1 gesplittet. Sehr schön. Der Vorstand erhöht ihr Gehalt um 3.000 auf 15.000. Ja, leichte Erhöhung. Man sieht es hier wieder. Das war unser Jahr. Dann wollen wir mal abwarten, bis der Zug ankommt. Ich könnte jetzt auch wieder beschleunigen, aber das mache ich jetzt nicht. Wir genießen einfach gerade mal die Geräusche von den Sägewerken. Vor allem, wenn hier diese kleinen Männekicken rumlaufen. Da sieht man die Holzfäller, wie sie die Baumstämme hin und her tragen. Boah, das hat richtig Geld reingebracht. Und wenn der Zug ankommt, der bringt auch ein bisschen was. So, warten, warten, warten. Na, du kommst doch wohl jetzt den letzten Meter noch an. So, welche Bonität? Jetzt haben wir das AAA. Das hier zahlen wir mal kurz zurück. Wir haben immer noch genug Geld, um meine Strecke hier weiter zu bauen. Unsere Strecke. Wie machen wir da weiter?
Hier müssen wir hin. Das heißt, wir sind dann jetzt hier schon mal im Bozen. Da müssen... Ich weiß gar nicht, wie kommen wir denn hier rüber? So könnten wir rüberbauen. Allerdings muss ich dann spätestens da hinten wieder übers Wasser. Genau, weil hier nämlich auch noch ein Knick ist. Also würde ich ja sagen, wir machen hier eine Kurve rein. Ich baue auch erstmal schön alles in... mit Holzbrücken. Weil mir die anderen Brücken im Moment noch ein bisschen viel kosten. Und hier könnten wir theoretisch einen mittleren Bahnhof hinsetzen. Sogar hier an die Ecke. Was ich sehr gut finde, dass das geht. Hier machen wir auch wieder einen Wasserturm und einen Sandbehälter hin. Und was wir jetzt tun könnten, wenn das Geld natürlich noch reicht, das ist natürlich die Frage. Nein, es reicht nicht. Dann könnten wir jetzt hier auch einen Zug hin und her fahren lassen. Weil hier gibt es nämlich ein paar Personen. Oder wir warten einfach, bis wir wieder Geld im Überfluss haben. Oder was? Die Luft ist raus. Dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir nochmal kurz... Ja, jetzt ist natürlich die Wirtschaft schlecht geworden. Mist. Ich hätte vorhin einfach ein Darlehen nehmen sollen, weil dann wären es 5% Zinsen gewesen und nicht 6%. Man merkt diesen 1% dann doch schon irgendwo. So, hier ist natürlich ein Knick drinne. So müssen wir fahren. Ich hoffe, das geht. Ach du meine Güte. Hier geht es etwas bergauf und bergab. Den müssen wir jetzt mal so mal bauen. Ich glaube, die andere Seite wäre besser gewesen. Nee, die ist genauso steil. Oh, 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 hier ist eine 12er-Steigung drin. Bitte? Hm, da wäre die andere Seite doch etwas flacher gewesen. Das Bauen von dieser Strecke ist nicht einfach. Das gebe ich ja ehrlich gesagt zu. Und ich glaube, ich habe ein bisschen die falsche Strecke gebaut. Mist! Ah, das ärgert mich jetzt. Weil hier ist es nämlich angenehmer zu fahren. Zumindest da an der Stelle. Und hier wird es nicht ganz so steil. Warte mal. Da ist Trient. Wie fährt man da am besten? Fährt man hinten rum oder... Hier fährt man so durch. Genau, so fährt man. Dann baue ich hier nämlich erstmal. Ich sehe die hier noch nicht mal. Das ist ja perfekt. Dass man die nicht sieht. So. Dann bauen wir hier entlang. Ein bisschen steiler wird es hier. Das sehe ich schon. Aber nicht zu steil. 5 ist noch im Rahmen. Wo ich mir sage, okay, da kommt der Zug ohne Probleme noch hoch. Und hier ist es ja auch etwas flacher. Also muss ich die andere Seite wieder wegreißen. Das habe ich also wieder super geplant. Ein bisschen, wir müssen das auch wegreißen, sonst kostet mich das ja Unterhalt. Okay, die Züge sind jetzt unterwegs, sodass wir erstmal ein bisschen warten müssen, bis wir das Geld wieder haben. Damit wir hier weitermachen können. Ich hätte jetzt auch noch einen Zug machen können, habe ich jetzt auch nicht gemacht. Naja, was soll's. Wie bitte? Der Zug hat schon eine Panne? Na, der hat sich ja echt bezahlt gemacht. In ein paar Jahren schon kaputt. Finde ich nicht gut. Vielleicht habe ich auch einfach zu wenig Lokschuppen. Erhöht ihr Gehalt um 4000. Wobei, es geht eigentlich, ne? Wir haben... Der Zug fährt ja auch gar nicht weit hier oben. Der fährt ja eigentlich nur zwischen München und Augsburg hin und her. Dass der dann schon kaputt ist, also das ist ja wirklich ein Armutszeugnis von diesem Zug. Finde ich nicht gut. Konjunkturschwäche. Wenn man jetzt hier reinguckt, der Kurs ist aber gut. 76 würde ich jetzt nicht als Konjunkturschwäche sehen.
Nur wir haben jetzt natürlich Miese, das ist vielleicht das Problem. So, der Express ist geboren. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht. Ding Ding. Der ist auch angekommen. Der nächste Zug kommt. Ja, das ist gut, dass jetzt mein Zug hier durchgelassen wird. Der Schnellzug, der das meiste Geld bringt. Bis jetzt jedenfalls. Aber weil der hier weiter fährt, ich glaube, wir sollten hier... Ich weiß gar nicht, wo war denn hier die Schadensanzeige? Die hatten das. Ach, hier unten. Pannenwahrscheinlichkeit 8,2%. Wie sieht das bei dem aus? Bei 3,7. Die Wahrscheinlichkeit, dass der hier kaputt geht, ist schon höher. Weil er halt auch so weit fahren muss, ne? Ich könnte natürlich noch da hinten dran so einen Bremswagen noch dran machen, damit halt der Zug noch etwas entlastet wird. Also so, dass er halt nicht so hohe Pannen... Risiko bekommen. Ein neuer Gebäudeturm wurde bei Piacenza erstmals gebaut. Wo auch immer Piacenza ist. Und wir haben wieder ein wenig Steigerung in den Einnahmen. Wir können uns also ein Darlehen leisten. Ich könnte sogar das eine wieder zurückerstatten. Und die Zinsen gehen in die Höhe. Das hier tilge ich, könnte ich tilgen, mache ich aber nicht. Weil das bringt nichts. Was? Sie haben leider keine Beziehungen zum bayerischen Königshof und jetzt kursieren Gerüchte, sie hätten Dreck am Stecken. Der König hat angedroht, ihren Bahnhof aus seiner Stadt München zu entfernen, aufgrund ihrer mangelnden Beziehung zum Hofe. Gelingt es ihnen nicht, die Vorwürfe zu entkräften? Ihre einzige Chance, eine Katastrophe abzuwenden, ist es, die Fahrpreise für den Personenverkehr um 30% zu senken oder ihre Züge schneller verkehren zu lassen, was die Sicherheit ihrer Bahn um 60% vermindern könnte. Beides würde dem König beweisen, dass sie ein ernstzunehmender Geschäftsmann sind. Ja, es geht ja jetzt nur Fahrpreise senken. Das ist aber schon eine Menge. Sicherheit geht hier vor, weil sonst geht der Zug ja ständig kaputt. Die Post... Ah, jetzt ist die Post sogar drin. So, ich mache mir nochmal eine Iron Duke. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich fahre. Ui, hier gibt es aber viel. Nur ich kann es nirgendwo verwursteln, ne? Machen wir mal was wie folgt. Wir fahren einfach mal von Innsbruck nach Bozen. Brauchen die in Innsbruck Kohle? Nein, brauchen sie nicht. Dann mache ich da einfach nur meinen Personenverkehr. Also einfach nur meinen Zug, einen ganz normalen. Der bringt sogar ein bisschen was ein. Was ich gar nicht mal so als schlecht empfinde. Jetzt müssen wir mal gucken, wie er sich hier den Berg hochquält. Mal sehen. Geschwindigkeit sieht gut aus im Moment. Jetzt wird er langsamer, aber er kommt gut den Berg hoch. Oh, verringerte Verzugsgebühr bei Milch, egal. Hier hinten kommt natürlich die Megasteigung erst. Ich muss aber sagen, dieser Zug begeistert mich. Das Einzige, wo er wirklich langsam wird, ist da oben der Knick, also die Kurve, aber sonst... Boah. Der fährt da ja durch, als ob es nichts Besseres gäbe. Ich habe da allerdings noch keinen Bahnhof hingebaut, ne? Machen wir hier mal den Lokschuppen hin. Nein, was tust du? Alter, manchmal könnte ich mich... Wobei, eigentlich müsste der ja angebunden sein. Hm.
Ihr Geschäftsfreund aus Innsbruck hat von Ihren Schwierigkeiten mit dem bayerischen König gehört. Er ist sehr betroffen, dass Ihr Eisenbahngesellschaft durch solch haltlose Gerüchte bedroht ist. Da Sie ihm versichern, Ihre Streckenbauvorhaben bis 1878 verwirklichen zu wollen, ist er bereit, eine seiner Freunde um Hilfe für Sie anzugehen. Dieser gehört zum niedrigen Adel am bayerischen Hofe und soll beim König ein gutes Wort für Sie einlegen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Okay, sehr gut. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass das da angeschlossen ist. Sonst ist das nämlich auch irgendwie doof. Nachdem der bayerische König, was ihrer Person betrifft, eines Besseren belehrt wurde, lässt er ihnen eine befristete Steuervergünstigung zuteil werden. Die Betriebskosten ihrer Gesellschaft verringern sich um 15% und bei ihrer Bahn läuft wieder alles nach Fahrplan. Ah, sehr gut. Hier unten, ne? Machen wir auch nochmal einen Lokschuppen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt geklappt hat mit der Verbindung. Da würde ich aber am liebsten den da oben wieder abreißen. Rezession droht. Naja. Das lässt mich jetzt kalt. Das hier wird... Das ist nicht verbunden. Da kannst du sagen, was du willst. Weil wenn ich da jetzt abreiße, dann ist der Bahnhof weg. Ja. Naja, was soll's. Es war jedenfalls mal ein Versuch wert. So, wie baue ich jetzt hier weiter? Große Frage aller Fragen. Am besten so. Ich hoffe, ich baue jetzt auch in die richtige Richtung. Ja, ich baue in die richtige Richtung. Dann bauen wir hier nämlich eine... Schade, dass man hier noch nicht die Brücken schief bauen kann. Das stört mich an Railroad Tycoon 2 ungeheuerlich. Weil es wäre manchmal so schön, hier eine Brücke schief rüber zu bauen, aber nein... Man kann das ja nicht. So könnte man es bauen. Ich werde aber erstmal hier von unten nach oben bauen. Damit ich erstmal weiß. Was ist denn das hier? Hier gibt es jetzt nur die eine Möglichkeit. Oder man muss so fahren. Was natürlich viel. Also manchmal verstehe ich hier die Welt nicht. Ja, und nun? Ich könnte natürlich auch... Ja, warum noch komplizierter bauen? Warum auch nicht? Ich baue gerne komplizierte Fahrstrecken. Guck mal, wenn ich das so baue, dann fahre ich einmal quer über den Berg. Es macht auch so Sinn. Ich glaube, ich habe hier einfach falsch angefangen. So geht es. So machen wir's. Dann ist das jetzt zwar ein bisschen brückenlastig. Halt. Halt, halt, halt. So machen wir's. So haben wir wenige Knicks. So haben wir wenige Knicke drin. Und dann können wir hier nach Trient noch fahren. So, was machen wir hier hin? Natürlich Wasserturm und Sandbehälter. Was auch sonst. So, wie weit ist denn das noch weg? Das ist gar nicht mehr so weit. Die Chancen stehen eigentlich ganz gut, dass wir es schaffen könnten mit Gold. Allerdings so viel Frachtladungen zu befördern, das wird ja... Oh, das ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Aber, naja. Unmöglich ist ja mein zweiter Vorname, wie wir wissen. Oh, ich hasse dich, Spiel. Das war jetzt genau so eine Strecke, die ich nicht bauen wollte. Boah. Das ist... Warum das heute so extrem ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich lasse dann los, aber dann bin ich hier unten in dem Bild und dann setzt da plötzlich schon die Schienen wieder hin. Böser Mauszeiger.
oder böse Maustaste, je nachdem, was ich hier jetzt als böse darstellen möchte. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist die beste Möglichkeit durchzubauen, weil hier wird es nur... So müssen wir es tun. Es geht nicht anders. So können wir den Ganzen sogar noch... Ja, dann fährt er aber länger steil. Machen wir es so. Nicht genügend Mittel. Euer Ernst. Weißt du was? Ich kann es mir doch leisten. Mal ganz im Ernst, ein zweites Darlehen, das tut uns auch jetzt nicht weh. Aber ich möchte diese Strecke gerne fertig kriegen, damit wir so langsam mal unsere Züge losschicken können. Nur was ich wieder doof finde, Verona ist so ein kleiner, winziger Winzlingort. Und jetzt reicht das Gate wieder nicht für einen großen Bahnhof. Nicht aufregen. Alles nur nicht aufregen. Komm, machen wir noch ein drittes. Wir können es uns doch leisten. Wenn wir gleich pleite sind, dann weiß ich, dass ich falsch gemacht habe. Die Alpen überwunden. Euer Bau der Strecke Verona-München hat Terrador GmbH 800.000 einge... Ah ja, endlich mal was Positives. Ach du Scheibenkleister, jetzt müssen wir ja Nahrungsmittel darunter fahren. Und Personen. Vor allem, hier gibt's ja nichts. Ich meine, ich würde es ja noch verstehen, wenn wir jetzt hier einen riesen Okolyten an Stadt hätten. Aber hier ist nur vier Häuser. Wie soll ich denn da... Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Wir haben jetzt jedenfalls erstmal Geld. Das ist ja schon mal schön. Ich glaube, ich werde auch mal kurz eins von diesen Dingern hier wieder tilgen. Damit ich zumindest erstmal... Hallo? Damit ich zumindest erstmal wieder ein Darlehen weniger habe. Und jetzt könnte ich mir einen Zug machen. Was machen wir mit dem Zug? Ja, ganz einfach. Wir machen... Jetzt ist die große Frage. Machen wir das so? Mit dem Vieh? Macht Sinn, ne? Das machen wir, glaube ich. Ich nehme da jetzt 4. Dann nehme ich hier 4 mit. Obwohl ich nur 3 brauche. Macht auch Sinn. Nehmen wir 3 mit. Dann fahren wir nach München. In München machen wir Folgendes. Dann nehmen wir von mir aus 3 Personen mit und den Rest Lebensmittel. Ja, das klingt doch gut. Und dann fahren wir hier runter. Oh, dass man da wieder die ganze Strecke fahren muss. Ich mag das nicht. Angebot ist Getreide. Brauche ich in München Getreide? Sag mir jetzt ja. Nein, brauchen sie nicht. Die brauchen... Doch, die brauchen Getreide. Dann nehmen wir das doch da mit. Besser geht's doch echt nicht mehr. Dann nehmen wir hier einfach mal 3 Getreide mit. Warte, wir nehmen 3 Personen, 3 Getreide. Oder ein Obst. Komm. Statt dem nehmen wir 3 Getreide und ein Obst mit. Wo ist denn hier Obst? Ach, da ist Obst. So. Jetzt haben wir natürlich einen vollbeladenen Zug. Das ist mir bewusst. Aber es wird nicht anders funktionieren. Und wir müssen hier zwischen auch nochmal... Ich glaube hier... Machen wir auch nochmal einen Lokschuppen. Ich bin jetzt da wirklich die Vorsicht selber. So. Jetzt müssen wir hier mal kurz warten, bis hier mal Personen warten. Dann schicke ich nämlich auch von hier aus einen Zug auf die Reise. Eine Person ist ja schon mal viel. Wir haben 3 Getreide. Einmal... Lapro. Das heißt Obst übrigens. Warum das hier noch als Lapro steht, keine Ahnung. Ja. Wie wäre es denn jetzt noch eine Person, bitte, bevor der Jahreswechsel ist? Person, lass mich nicht im Stich. Ich glaube, die kommt nicht mehr. Jetzt haben wir in Trient noch wen. Terrador GmbH hat 0 zwischen München und Verona transportiert. Die Aktien wurde gesplittet. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich auch mega viel Gewinne. Das könnte allerdings für Probleme sorgen. Wie wir gleich merken werden. So, jetzt lassen wir einen Zug los. Und zwar fährst du... Ich bin manchmal auch so schlau, das glaubt man gar nicht. Person bringt mehr.
und sind leichter. Dann machen wir das lieber so rum. Okay, Zug startet jetzt. So, wie viel bringst du? Der bringt nicht viel. Der bringt aber wirklich nicht viel. Warum bringt der so wenig? Weißt du, der macht eine halbe Weltreise zwischen den beiden Bahnen. Ungeheuerlich. So, der Zug hat einmal Vorrang und der Zug auch. So, mal gucken, was bringt er denn, wenn er nach Verona fährt? Das ist mal eine ganz andere Hausmarke. Oh, jetzt quält er sich hier hoch. Oh, das war meine Befürchtung, weil hinten die Hänger sind natürlich schwerer. Der ist ja auch viel länger als der andere Zug hier, der nach Bozen fährt. Ich hoffe, der Sand reicht. Ansonsten